Gegen Bayern München spielen immer alle Mannschaften 120. Ja, das ist echt so. Ich habe das Gefühl. Du bist auf jeden Fall für mich Bayern München, ja. Du bist noch viel mehr. Das ist wie mit Leuten Poker spielen, die es nicht ja. Können. Da weißt du, da weißt du auch, du verlierst, weil sie nicht wissen, was sie tun. Darfst du eigentlich keinem erzählen, was ich 15 Jahre lang beruflich gemacht habe. So Leute, es ist wieder soweit. Es gibt unser allseits bekanntes und beliebtes Lattenschießen. Heute hier in Ingolstadt gegen den Ralf Gunesch. Ich bin wie immer sehr gespannt, was ich so hinkriege, aber auch vor allem, was der Ralf so hinkriegt. Jeder 5 Schuss, also ganz klassisch. Und ich fange an, ne, haben wir gesagt. Du darfst. So, dann schauen wir mal, ne? Und da ist der erste Treffer, tatsächlich am ersten Mal. Ist es Wahnsinn, keine Ahnung. Das Glück. Ist vielleicht sogar zurückgekehrt. Jetzt kommt der Abwehrspieler in mir durch wahrscheinlich. Und jetzt kommt Ralfs erster Versuch. Gerade haben wir schon ein bisschen geübt. Das sah schon gut aus, muss man sagen. Also. Du hast ernsthaft getroffen, ne? Ich habe ernsthaft getroffen, ja. Ist immer so. Ich muss sagen, der Sarkasmus in der Stimme bei unseren Gästen, der gefällt mir nicht, wenn ich treffe. Also. Ralf vorbei, das heißt, nach jeweils einem Schuss steht es 1:0. Der zweite. Ne, der war nix. Ach du Scheiße. Gut. Das wäre ja auch zu krass gewesen. Jetzt kommt Ralfs zweiter Versuch. Ja. Und wir sind schwer gespannt, wie das jetzt aussieht. Eigentlich habe ich ja gelernt jetzt die ersten Male, ich darf nicht zu fest, weil der Ball schon gut fliegt. Ist ein paar Mal drüber geflogen. Siehst du? Und der ist wieder zu hoch. Ja. Die letzten beiden Male hole ich einen Trainingsball von uns, okay? Kannst du machen. Guck mal, ich fliege hier fast über den Ball, wenn ich mir einen Versuch hinzulegen. Ey. So, dritter Versuch. Und der Seite, wie auch immer das jetzt schon wieder passiert ist. Ey, der ohne Witz, ey. Ich keine Ahnung, ey. Ich glaube, jeder meiner Jugendtrainer, wer das sehen würde, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Du weißt ja, gegen Bayern München spielen immer alle Mannschaften 120. Ja, das ist echt so. Ich habe das Gefühl. Du bist auf jeden Fall für mich Bayern München, ja. Du bist noch viel mehr. So, dritter Versuch von Ralf. Ich kann das nicht, wenn andere zuschauen. Ich habe das noch nie gemacht vorher. Guck weg. Oh, der war knapp, oder? Der war knapp. Hör auf! Hier. War nicht dran? Guck mal nochmal, ne? Der war nicht dran. Sagt Lukas Rumpler. Nein, der war wirklich nicht dran. Okay, jetzt kommt der vierte Versuch. Du hast ja eigentlich schon gewonnen. Nee. Ja, du kannst noch ausgleichen. Nee, du legst ja vor, stimmt. Ja. Außer du triffst. Nee, das tue ich nicht. Jetzt, der war jetzt, ordentlich jetzt bewegen wir uns bei dir auf Normalniveau. Ja, auf jeden Fall. Jetzt fängt der Controller an. Eigentlich. So, jetzt. Auch noch Ralfs vierter Schuss, steht 2:0 gerade. Darfst du eigentlich keinem erzählen, was ich 15 Jahre lang beruflich gemacht habe. Das. Ach, das gibt's nicht. Damit ist es, glaube ich, rechnerisch nicht mehr möglich, aber wir spielen es zu Ende, oder? Würde ich ja, sagen. Selbstverständlich. Ohne Witz. Zu Ende. Vor allem machen wir einen zweiten Durchgang. Da läuft die Kamera dann aber nicht mehr. Ach, jetzt wolltest du mich verhöhnen, ne? Nein! Ich wollte treffen. Ich kann das doch überhaupt nicht kontrollieren. Ja, das ist wie mit Leuten Poker spielen, die es nicht können. Ja. Da weißt du, auch, du verlierst, weil sie nicht wissen, was sie tun. Ich werde hier ganz schön angegangen, finde ich, eigentlich. Aber daran wirst du dich gewöhnen müssen. Aber ich habe heute das Pokerglück dann gehabt. Ralf, danke fürs Mitmachen, hat Spaß gemacht. Sehr gerne, ja. Das war's mit dem Lattenschießen. Ja, Anfängerglück, wie auch immer. Dauerhaftes Anfängerglück anscheinend. Keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht erklären, aber freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl, gewonnen. Wenn ihr noch mehr Kick-Challenges sehen wollt, dann klickt mal hier, da findet ihr die mit Erik Meyer. Oder klickt hier, dann findet ihr die mit Giovane Elber. Viel Spaß euch dabei. Ciao.